Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial des Kurses Gestalten mit Medien hier an der TU Darmstadt. Ich bin Thomas und bin Hiwi am Fachgebiet der Digital Design Unit. Ich werde euch das Semester über in Form dieser Tutorials begleiten und gemeinsam werden wir uns Stück für Stück immer tiefer einarbeiten in das Programm Rhinoceros 3D. Wir werden ganz langsam anfangen. In diesem ersten Tutorial soll es um die absoluten Grundlagen der 3D-Modellierung am Computer gehen in diesem Programm Rhinoceros 3D. Als Architekten verwenden wir zum Entwerfen, Fabrizieren, aber vor allem auch Kommunizieren unserer Ideen sehr unterschiedliche Software. Da wir auch hier mit einer speziellen Software arbeiten werden, möchte ich euch einen kurzen Überblick geben, in welche Bereiche sich das computerbasierte Arbeiten aufteilen lässt und welche Bereiche wir jetzt in diesem Kurs genauer betrachten werden. Wenn man den Computer als Werkzeug zum Zeichnen und Modellieren von Grafiken und Plänen verwendet, spricht man im Allgemeinen von CAD, Computer Aided Design, und das schließt im Prinzip alle Arbeiten ein, die mit dem Computer vollführt werden. Ihr merkt schon, der Begriff ist recht weit gefasst. Im Prinzip beschreibt er alle Arbeiten, die am oder mit dem Computer passieren. Und so weit gefasst wie dieser Begriff CAD, der Aided Design, ist, genauso viele Spezifikationen und Unterbereiche gibt es hier. Als Architekten arbeiten wir häufig mit CAAD, Computer Aided Architectural Design, also Software, die bereits architekturspezifische Bauteile wie Wände, Stützen, Treppen, Türen anbietet und die wir in dem Programm nutzen können. Die meisten von euch sind jetzt im zweiten Semester. Das heißt, was ihr bisher kennengelernt habt, sind die Bereiche des zweidimensionalen Zeichnens per Hand und auch des dreidimensionalen Modellbauens, natürlich auch per Hand. Beides lässt sich ebenfalls digital am Computer bewerkstelligen. Das 2D-Zeichnen, quasi das computerisierte Zeichnen und auch das 3D-Modellieren am Computer. Doch schon in diesen beiden Bereichen gibt es einige Unterschiede innerhalb der jeweiligen Bereiche. So ist beispielsweise zweidimensionales Zeichnen am Computer nicht automatisch gleich zweidimensionales Zeichnen. Es lässt sich zum Beispiel unterscheiden in Vektor- und Pixelbasiertes Arbeiten, Zeichnen. Letzteres kennt man aus Programmen wie beispielsweise Photoshop. Vektorgrafiken lassen sich besonders gut mit CAD oder CAAD, Software, aber auch Programme wie Illustrator verwenden. Die meisten Programme bieten dieses zweidimensionale Zeichnen an. Doch einige Programme, viele CAD-Anwendungen wie Archicad, AutoCAD oder Vectorworks, bieten ebenfalls dreidimensionales Zeichnen bzw. Modellieren an. Hier gibt es unter anderem den spezifischen Bereich des Building Information Modeling, kurz BIM. Mit dieser Methode werden architekturspezifische Bauteile genutzt und sämtliche Bauwerksdaten gemeinsam von verschiedenen Gewerken geplant, modelliert und kombiniert. Geht es an die freie Gestaltung von Geometrien, lassen sich auch hier sehr unterschiedliche Arten der Gestaltung feststellen. Das Mesh Modeling, welches häufig beim Visualisieren von Computerspielen oder 3D-Animationen verwendet wird. Diese Mesh-Geometrien werden definiert durch Dreiecke und deren jeweiligen Eckpunkte. Warum Dreiecke? Weil eine Fläche aus drei Punkten immer planar ist, also keine Verformung besitzt. Und hierdurch sind Mesh-Daten verhältnismäßig klein und werden auch als Input für den 3D-Druck verwendet. Eine andere Art der 3D-Modellierung, die wir auch vor allem benutzen werden, basiert auf Non-Uniform Rational B-Splines, kurz NURBS. Das heißt, kurz gefasst, dass die Geometrien definiert werden durch Punkte, Kurven, Flächen und Volumenkörper, die mathematisch mit einer mathematischen Funktion definiert werden können. Damit einher geht entsprechend ein großer Spielraum zum Erstellen von Freiformen und auch des parametrischen Entwerfens. Geht es nun darum, diese digital erstellten Ergebnisse in physische Modelle umzusetzen, gibt es auch hier sehr unterschiedliche Methoden zur digitalen Fabrikation oder Computer-Aided Fabrication. Ihr werdet bald kennenlernen das Lasercutten, was basiert auf zweidimensionalen Ausgangsgeometrien, sowie das 3D-Drucken, was auf dreidimensionalen Modellen basiert. In all diesen Bereichen gibt es dann eine Vielzahl an weiteren Unterbereichen und Unterschieden. Und das klingt alles erstmal unglaublich viel, braucht euch allerdings nicht zu erschrecken. Wir werden uns in diesem Kurs auf ein Programm konzentrieren, nämlich Rhinoceros 3D. Dieses Programm hat seine Stärken
im zwei-, aber vor allem im dreidimensionalen Modellieren von NURBS-Geometrien. Das heißt, wir werden diese ganzen Bereiche ungefähr abdecken. Das Programm kann auch mit Meshes arbeiten und mit dem Add-on Grasshopper bewegen wir uns dann auch tief in den Bereich des parametrischen Entwerfens. Damit ihr auch nicht den Überblick verliert oder mitschreiben müsst, haben wir für euch einen kleinen Spickzettel mit den wichtigsten Geometrietypen und Befehlen vorbereitet, die wir in dieser Tutorial-Reihe verwenden werden. Diesen Spickzettel könnt ihr auf Moodle oder über den Link in der Videobeschreibung herunterladen. Dann stürzen wir uns mal direkt ins Geschehen und öffnen Rhino 6. Ich benutze Rhino 6 in der englischen Version. Wir können direkt beim Start verschiedene Optionen wählen, entweder ehemalige Projekte öffnen oder neue kreieren, das wollen wir machen. Und dann gibt es hier quasi verschiedene Vorgabedateien mit bereits voreingestellten Maßen. Wir möchten in Meters arbeiten, in Metern und mit Large Objects. Deshalb klicken wir da drauf und dann öffnet sich die Rhino-Datei. Wie bereits erwähnt, ich arbeite mit einer englischen Rhino-Version. Warum? Ganz einfach, die Community für Rhino und auch Grasshopper später ist englischsprachig. Und das heißt, wenn ihr da Hilfe sucht oder nach Tipps und Tricks forschen wollt, dann ist es deutlich einfacher, mit englischsprachigen Rhino zu arbeiten. Solltet ihr auf Deutsch arbeiten, ist das kein Problem. Dann müsst ihr nur gegebenenfalls vor den Befehlen, die ich in Englisch eingebe, einen Unterstrich setzen. So, was sehen wir hier in Rhino? Zunächst mal sehen wir die Viewports. Das sind verschiedene Ansichten. Ihr seht hier immer oben, von wo wir auf dieses Gebiet drauf gucken. In der Top View schauen wir von oben. Wir können mit dem Mausrad scrollen. Mit der rechten Maustaste können wir uns bewegen. Die Perspektive ist quasi die dreidimensionale, frei bewegliche Sicht auf unser Objekt. Und hier haben wir jetzt von vorne und von rechts. Ihr seht auch immer hier in der Ecke die Achsen, wie es gerade gedreht ist. Daran kann man immer sehr gut erkennen, in welcher Perspektive man sich gerade befindet. Um mit Rhino zu arbeiten, müssen wir zunächst einmal kurz schauen, wie wir überhaupt Befehle eingeben können. Da gibt es nämlich verschiedene Varianten. Das Ergebnis ist in allen das gleiche. Ihr könnt entweder mit den Toolbars arbeiten, die sich hier seitlich oder über den Viewports befinden, in verschiedenen Kategorien geordnet. Um diese Befehle auszuführen, müsst ihr einfach draufklicken und könnt diese Befehle nun ausführen. Eine zweite Methode ist über die Dropdown-Menüs. Die sind nach Themengebiet sortiert. Ihr könnt draufklicken, habt dann gegebenenfalls nochmal verschiedene Optionen zur Verfügung und klickt ihr auf hier auf einen Befehl, wird er genauso ausgeführt. Die einfachste bzw. die am meisten verwendetste Methode, um Befehle einzugeben, ist über die Command-Leiste direkt hier oben. Wenn man das so ein bisschen runterzieht, sieht man das auch, wenn man Befehle über die Tool- oder Dropdown-Menüs eingibt, die in der Command-Leiste als Kommando erscheinen. Genau das können wir aber auch über die Tastatur eingeben. Das heißt, die Kommandoleiste ist immer aktiviert. Das heißt, egal was wir gerade machen, wo wir uns befinden, wenn wir anfangen zu tippen, tippen wir in der Command-Leiste. Wenn wir den gleichen Befehl, den wir vorher hier verwendet haben, Polyline, verwenden möchten, geben wir also einfach Polyline ein. Der Befehl wird uns auch dann schon zum Teil vervollständigt und wir sehen hier eine ganze Reihe an weiteren Befehlen, die alle diesen Vorschlag Poly, was ich bisher geschrieben habe, beinhalten. Sollten wir einen von denen wählen, können wir da einfach draufklicken. Wenn wir jetzt Polyline bestätigen mit Enter, dann ist dieser Befehl eingeloggt und wir können damit arbeiten. In dieser Command-Leiste gilt es halt nun, wenn ihr in der deutschen Version arbeitet, gegebenenfalls einen Unterstrich vor diesem Befehl, den englischen Befehl zu setzen. Wenn man dann diesen Befehl eingeloggt hat und damit arbeitet, gibt es hier gegebenenfalls nochmal verschiedene Einstellungen für diesen Befehl. Damit werden wir uns später allerdings auch nochmal genauer beschäftigen. So, dann fangen wir doch an, eine Geometrie zu zeichnen. Wir möchten erstmal das im Prinzip einfachste, das zweidimensionale Zeichnen zum Kennenlernen ausprobieren. Dafür, da wir auf der Grundebene arbeiten, gehen wir in den Top View. Per Doppelklick könnt ihr ihn groß machen. Und dann möchten wir gerne eine gewisse Begrenzungsfläche zeichnen. Das heißt, ein Quadrat mit den Maßen 80 mal 80. Dafür geben wir den Befehl Rectangle ein, also Rechteck.
bestätigen das und müssen jetzt den Startpunkt setzen. Ihr seht hier oben immer, was quasi für den nächsten Schritt im Befehl gefordert ist. Also First Corner of Rectangle. Wir möchten gerne im Zentrum unserer Datei anfangen, also im Nullpunkt quasi. Dazu gibt es zwei Methoden. Entweder wir klicken auf den Punkt oder wir geben in der Kommandoleiste oben 0 ein. Wenn wir auf den Punkt klicken, sehen wir, dass es zunächst mal schwierig ist, den zu fangen. Der Punkt steht einfach genau dahin, wo die Maus gerade ist. Das liegt daran, dass wir den Grid Snap nicht aktiviert haben. Das können wir hier unten in dieser Leiste tun. Ihr seht irgendwo Grid Snap. Und mit dieser Einstellung aktiviert, fängt das Programm in seinem Raster jeweils den Punkt genau da drauf. Das heißt, wir klicken jetzt auf den Mittelpunkt. Ihr könnt aber auch einfach 0 in die Tastatur eingeben und bestätigen. Jetzt haben wir eine definierte Länge, die wir haben wollen, 80x80. Und genau das geben wir jetzt auch einfach ein. Ihr seht, gefordert ist Other Corner or Length. Das heißt, mit der Länge 80 erst in X, dann in Y-Richtung, beides mal mit Enter bestätigen und wir haben unsere Begrenzungsfläche gezeichnet. So, wenn wir uns jetzt diese Kurve genauer angucken, wir klicken einmal drauf, dann sehen wir, je nachdem in welcher Rhino-Version ihr arbeitet, schon automatisch Punkte an den Ecken, die Kontrollpunkte, die dieses Polygon bilden. Gegebenenfalls müsst ihr das hier an der Seite, je nachdem in welcher Rhino-Version ihr arbeitet, über Show Control Points aktivieren erst. Durch diese Punkte wird die Kurve definiert. Das heißt, durch diesen Punkt, durch diesen Punkt, durch diesen Punkt, durch diesen Punkt und mit einer geraden Linie verbunden. Je nach Kurventyp wird eine Kurve durch unterschiedlich viele Punkte definiert, die mal auf oder neben der Kurve liegen. All das ist allerdings sehr intuitiv erkennbar und wir werden uns auch im Verlauf der Tutorials noch genauer damit beschäftigen. Möchten wir nun mit dieser Geometrie weiterarbeiten, zum Beispiel sie bewegen oder einzelne Punkte bewegen, dann gibt es dazu auch wieder verschiedene Methoden. Eine sehr schnelle Methode ist der sogenannte Gumball. Auch der muss hier unten in der Leiste erst aktiviert werden. Also sucht ihr neben Grid Snap, bis ihr Gumball gefunden habt. Aktiviert es und ihr seht jetzt, dass diese Pfeile hier auftauchen. Im Prinzip können wir jetzt einfach mit gedrückter linker Maustaste an diesem Punkt ziehen in X-Richtung. Ich drücke Escape, um abzubrechen. Y-Richtung, beides gleichzeitig. Aber wie ihr seht, ist das alles sehr unpräzise. Wenn man jetzt an diesem Pfeil zieht, sieht man eigentlich gar nicht, wo er genau endet. Daher kann man auch draufklicken und eine gewünschte Entfernung eingeben. Ich sage jetzt einfach mal 10 Einheiten nach rechts. Mit Enter bestätigen, dann bewegt sich dieser Punkt. Wählen wir die ganze Geometrie aus, wird der Drumball in der Mitte, im Zentrum der Geometrie erzeugt. Und wir können beispielsweise hierüber die Geometrie auch drehen. Gedrückter Maustaste und gedrückter Shift-Taste können wir im 45-Grad-Winkel einrasten. Wir können aber auch auf diesen Kreis draufklicken und den gewünschten Winkel eingeben. Wir möchten mit einem normalen Rechteck arbeiten, deshalb machen wir das jetzt beides wieder rückgängig. Steuerung Z und gucken uns noch kurz ein paar weitere Funktionen, die wir hier unten aktivieren können, an. Die eine Funktion ist orthogonal. Das heißt, wenn wir mit dieser Funktion, wenn wir die aktiviert haben und eine neue Linie zeichnen, tastet sie automatisch orthogonal im Raster ein. Manchmal hilfreich, manchmal auch nicht hilfreich. Deshalb werde ich es jetzt wieder deaktivieren. Eine weitere nützliche Funktion ist Object Snap. Wenn wir diese Funktion aktiviert haben, haben wir hier eine Möglichkeit oder verschiedene Möglichkeiten, Objekte oder Punkte an einer Geometrie zu fangen. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Polylinie zeichnen wollen und an einem bestimmten Punkt in dieser bereits gezeichneten Geometrie anfangen wollen, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal die Endpoints aktivieren. Das heißt, wir snappen immer die Endpunkte von einer Linie oder eines Objekts. Wenn wir Near aktivieren, wählen wir uns immer, sobald wir in der Nähe sind, auf einer Linie. Das heißt, jetzt werden wir immer automatisch auf diese Linie draufgezogen. Point fängt Punkte
Midpoint fängt die Mitte einer Linie. Der Centerpoint das Zentrum eines Objekts. Wenn wir jetzt klicken würden, würden wir in der Mitte landen. Und Int, was für Intersection steht, würde, wenn wir zwei Linien zeichnen, Line, und um den Befehl zu wiederholen, rechte Maustaste einmal drücken, nochmal eine Line, dann könnten wir jetzt diese Intersection, also den Schnittpunkt dieser beiden Linien, auch als Punkt fangen. Wir möchten jetzt innerhalb dieses Begrenzungsfeldes auch dreidimensionale Geometrien erzeugen. Wir möchten allerdings nicht genau auf der Kante anfangen. Dafür wählen wir unsere Linie aus und geben den Befehl ein Offset, was diese Linie einmal offsettet und eine Distanz, die wir eingeben können. Dazu gehen wir hier in diesen Optionen, klicken wir auf Distanz, geben eine Offset Distance ein, also quasi die Entfernung von der ursprünglichen Linie. Wir möchten jetzt mal 2 Meter weit offsetten, können dann bestimmen, in welche Richtung der ursprünglichen Linie wir offsetten möchten. Wir gehen nach innen, klicken einmal und haben diese Linie quasi um 2 Meter nach innen verschoben. So, wir möchten nun also innerhalb dieses Begrenzungsrahmens unsere erste dreidimensionale Geometrie zeichnen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir wechseln zunächst einmal auf die Perspektive, damit wir auch sehen, was wir zeichnen. Das können wir entweder hier oben mit Doppelklick drauf umstellen oder wir wechseln ganz schnell in den Tabs hier unten auf Perspective und sehen dann jetzt schon, dass wir unsere Geometrie in der Perspektive sehen. Und was wir jetzt machen, ist, wir geben einfach unseren Befehl ein, Box, was ja im Prinzip einfach ein Quader ist. Wir sehen First Corner of Base. Wir wählen hier den Center aus, der stört etwas. Und wählen die Ecke von unserer inneren Linie an, geben die Maße in X-Richtung, Y-Richtung und in Z-Richtung, also in der Höhe an. 33 nehmen wir mal. Bestätigen das mit Enter und haben hier unsere erste dreidimensionale Geometrie gezeichnet. Wir sehen allerdings, dass sie bisher nur dargestellt wird mit den äußeren Kanten, dem Wireframe. Um das umzustellen, werfen wir einen kurzen Blick auf das Panel hier rechts, mit dem wir uns bisher noch nicht wirklich beschäftigt haben. Hier kann man allerhand Einstellungen vornehmen in Sachen Viewport, was für uns gerade noch nicht so wichtig ist. Wir können sehen, auf welchen Layern wir arbeiten, das jeweils umstellen, Layer einblenden, ausblenden. Damit werden wir uns später noch ein bisschen mehr beschäftigen. Wir können Materialien festlegen und so weiter und so fort. Was wir brauchen, ist das Panel für Display, also klicken wir aufs Zahnrad und setzen das Häkchen für Display. Und was wir jetzt auf diesem Panel einstellen können, wir sehen einerseits unseren Active Viewport, das ist die Perspective, und wir können hier den Display-Modus ändern. Aktuell ist es Wireframe, also quasi immer nur die Kanten von Objekten. Wir wechseln jetzt in den Shaded-Modus, der immer noch relativ schnell in der Darstellung ist, aber halt die Objekte schattiert und somit geschlossen anzeigt. Wir haben hier jetzt noch eine Reihe an Möglichkeiten, die wir ein- und ausstellen können. So könnten wir zum Beispiel einstellen, dass die Kanten gar nicht mehr angezeigt werden, nur noch die schattierten Flächen. Und das können wir allerdings anpassen, je nach Bedarf, wie wir es gerade brauchen. Diese Display-Modi können wir auch wechseln in, wenn man dieses Dropdown-Menü unter der Perspektive öffnet. Wir sehen hier gerade, wir sind bei Shaded. Wir können hier auch wieder alle anderen Display-Modi einstellen. Was wir hier ebenfalls noch machen können, ist den View zu ändern. Mehr als nur den Perspective Top Front Right, was wir bisher haben. Sondern wir können hier weitere voreingestellte Views nehmen. Zum Beispiel auch eine Zweifluchtperspektive oder eine Isometrie-Perspektive, die uns dann automatisch erzeugt wird. Das können wir so einstellen, wie es für unser Objekt am sinnvollsten ist oder vielleicht was für Vorgaben schon gemacht wurden. Zum Arbeiten ist es häufig am einfachsten, in der Perspektive zu arbeiten. Daher stellen wir es jetzt wieder darauf um. So, wir haben nun also unser erstes 3D-Objekt. Allerdings gibt es noch deutlich mehr Möglichkeiten, wie man diese Objekte erstellen kann. Wir wollen das gerade mal ein bisschen ausprobieren, jedoch wollen wir unser Objekt nicht löschen. Also kopieren wir uns diesen Rahmen
zur Seite mit einer Entfernung von 100. Bestätigen das mit gedrückter Shift-Taste, bewegen wir es orthogonal nach rechts. Bestätigen das einmal und haben es einmal kopiert. So, wir können uns nun also anschauen, was für weitere Möglichkeiten es gibt, 3D-Objekte in Rhino zu erstellen. Was wir hier benutzt hatten, war der Befehl Box, auch hier zu finden. Und wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, dass hier so ein kleines Feld ist, was die Cascade Solid Creation öffnet. Also weitere Optionen zur Erstellung dreidimensionaler Körper. Und wenn wir dann beispielsweise den Zylinder auswählen, sehen wir, okay, wir müssen den Startpunkt des Zylinders festlegen. Wir wollen das jetzt mal in der Mitte dieses Feldes machen, aktivieren daher Center Point, gehen dann so auf 2/3 der Linie, damit es nicht unser Midpoint fängt, werden automatisch in Richtung Center Point geschubst und können von dort jetzt mit dem Radius 20 beispielsweise unser Volumen erstellen. Jedoch sind wir nicht darauf angewiesen, bereits vorgefertigte Objekte zu erstellen, sondern wir können auch Objekte aufgrund von selbst gezeichneten Linien erstellen. Dazu kopieren wir uns das hier noch einmal rüber. Wir können es gleich ein paar Mal kopieren für zukünftige Versionen. Und jetzt können wir uns mit einer Linie eine eigene Grundfläche zeichnen und die dann in einen Solid Körper umwandeln. Damit wir beim Zeichnen und Auswählen der Linien nicht zu sehr mit unserem Umriss durcheinander kommen, können wir den auswählen und mit dem Befehl Lock sperren. Ihr seht, das wird so ein bisschen grau und wir können die Linien jetzt nicht mehr anwählen. Allerdings bleiben die Fangpunkte trotzdem aktiviert für diese Linien. Das heißt, sie stören uns nicht beim Zeichnen, weil wir sie nicht aus Versehen verschieben können. Aber trotzdem können wir deren Punkte noch auswählen. Wir werden es jetzt sehen. Wir nehmen wieder unser bekanntes Rectangle und erstellen eine Grundgeometrie. Um aus dieser zweidimensionalen Geometrie ein dreidimensionales Volumen zu erzeugen, benutzen wir den Befehl Extrude Curve und wählen unsere Kurve entsprechend aus. Bestätigen das und wenn wir das jetzt hochziehen, sehen wir, dass aus dieser Kurve eine Fläche extrudiert wurde. Das ist natürlich noch nicht ganz genau, was wir wollen. Wir wollen einen geschlossenen, soliden Körper haben. Dafür gucken wir uns dann hier oben in den Optionen mal um, was da so an Möglichkeiten gibt und sehen, Solid ist als No eingestellt. Wenn wir da einmal draufklicken, wechseln wir das in Yes und sehen, okay, wir erzeugen also einen soliden Körper. Jetzt müssen wir noch die Höhe eingeben, bestätigen und haben, ähnlich wie Box, nur halt aufgrund einer Linie, die hier noch weiter drunter liegt, eine Geometrie erstellt. Das gleiche geht natürlich auch mit deutlich komplexeren Polygonen. Dazu können wir den Befehl des Polygon anstatt des Rectangles benutzen. Wir können hier einstellen, wie viele Seiten unser Polygon haben soll. 6 Seiten sind gut. Wir können wieder im Zentrum unserer Geometrie anfangen und den Radius einstellen. Wir sehen immer so einen kleinen Vorschau. 25 Meter sind gut. Bestätigen, können das jetzt noch drehen mit der Shift-Taste richte ich das Sechseck orthogonal aus. Und wenn wir jetzt die Kurve markieren, Extrude Curve eingeben und das Ganze mit einer gewissen Höhe extrudieren, haben wir auch hier unser Solid Volumen geschaffen. Auch hier sind wir natürlich nicht beschränkt auf vorgegebene Polygone. Wenn wir uns mit dem Befehl Polyline ein eigenes Polygon zeichnen, ich benutze hier die Seitenlänge 20, damit ich wieder bei meinem Startpunkt herauskomme. Achte darauf, dass ihr orthogonal zeichnet. Und wenn ich jetzt diese Polylinie nehme und extrudiere, dann kommt da ebenfalls ein Volume heraus. Last but not least können wir diese Volumen auch aus mehreren Kurven erstellen. Dazu kopieren wir uns das hier ein letztes Mal herüber und geben zunächst einmal zwei Rectangles ein. Wir können eins
bisschen größer machen, mit Rechtsklick wiederholen und eins etwas kleiner zeichnen. Nun müssen wir dieses Rechteck noch in der Mitte von unserem anderen Rechteck platzieren. Dafür aktivieren wir wieder Center Point und benutzen den Befehl Move, um unsere ausgewählte Geometrie zu bewegen. Dazu müssen wir zunächst den Startpunkt angeben. Wir nehmen den Center Point von diesem Rechteck und als Zielpunkt wählen wir den Center Point von dem größeren Rechteck. Wir platzieren das, markieren beide und können jetzt ebenfalls mit dem Befehl Extrude Curve diese beiden Linien extrudieren und das Programm Rhino erkennt automatisch, dass zwischen diesen beiden Linien eine Fläche erstellt wird, die dann hoch extrudiert wird. So können wir dieses Volumen mit diesem Art Innenhof schaffen. So, wir haben jetzt eine Reihe an verschiedenen Geometrien erstellt. Wenn wir jetzt beispielsweise nur mit einer Geometrie arbeiten wollen, dann können wir das auf verschiedene Art und Weisen machen. Wenn wir unsere übrigen Geometrien weiterhin sehen wollen und nicht davon gestört werden wollen, dann können wir, wie bereits hier getan, mit dem Befehl Lock die gesamten Geometrien sperren und werden so nicht mehr davon gestört. Wenn wir das Ganze rückgängig machen wollen, geben wir Unlock ein und die Geometrien werden wieder entsperrt. Wenn wir sie komplett vom Bildschirm weghaben wollen, können wir sie auch markieren und mit dem Befehl Hide verstecken bzw. ausblenden. Damit existieren die Geometrien zwar noch, aber sie werden nicht mehr angezeigt. Wenn wir sie jetzt wieder sehen wollen, können wir entweder den Befehl Show eingeben, um alle zu zeigen, die wir versteckt haben, oder wir geben Show Selected ein und können jetzt aus den zuvor versteckten Geometrien auswählen, welche uns wieder angezeigt werden soll. Auf die gleiche Art und Weise funktioniert auch Unlock Selected. Wenn wir nun auf eine dieser beiden Geometrien uns konzentrieren möchten, können wir uns die gewünschten Volumen markieren und mit dem Shortcut ZS für Zoom Selected auf diese Geometrien draufzoomen. Wenn wir jetzt hiermit weiterarbeiten und dann sind wir vielleicht ein bisschen durcheinander gekommen in der Rhino-Datei, wissen wir überhaupt nicht mehr, wo wir sind, ziemlich weit weg, gucken in eine andere Richtung, dann können wir immer mit dem Befehl Zoom Extend auf die gesamten Geometrien in dieser Rhino-Datei draufzoomen. Wenn wir uns nun also eine Geometrie ausgewählt haben, dann können wir hiermit natürlich auch weiterarbeiten, zum Beispiel es bemaßen. Dafür gehen wir auf Dimension, hier oben im Dropdown-Menü, können Linear Dimension auswählen und müssen jetzt festlegen, von wo bis wo wir das Volumen bemaßt haben wollen. Wir nehmen den Endpunkt hier unten und hier oben. Wir sehen aber, okay, Rhino misst die Entfernung dieser beiden Punkte auf der XY-Ebene. Das heißt, um die Höhe des Volumens bemaßen zu können, müssen wir in den Front View wechseln, der dann automatisch die Ausrichtung anpasst. Hier können wir es auch platzieren, gehen zurück in die Perspektive und sehen, okay, wir haben unsere Bemaßung platziert. Wenn uns die Schrift zu klein ist, können wir mit einem Doppelklick drauf die Höhe immer wieder anpassen, bis uns das gefällt. Jetzt sind wir also zufrieden mit unserer Geometrie, wir haben es bemaßt, wir haben alles gemacht, was wir machen wollten und jetzt müssen wir das aber irgendwie kommunizieren. Wir müssen unsere Idee den Leuten zeigen können und dafür kann man nicht mit einer Rhino-Datei zu irgendwelchen Leuten ankommen. Was machen wir also? Wir stellen es da in einem Bild. Dazu bewegen wir zunächst unsere Geometrie zum Ursprungspunkt der Datei. Wir können mit 0 einfach immer zu diesem Projektursprung zurückkehren, bestätigen das und jetzt möchten wir natürlich auch nicht diesen Shaded-Modus behalten, sondern wechseln in den Pen oder Arctic-Mode, die schon mal etwas Schatten generieren. Wir können jetzt hier noch verschiedene Einstellungen ausprobieren, zum Beispiel die Kanten unserer Körper anzuzeigen. Dann wählen wir eine ansprechende Perspektive aus, die unseren Entwurf bestmöglich präsentiert. Ich werde eine Zweifluchtperspektive, platziere das möglichst mittig und jetzt können wir mit dem Befehl View Capture to File eine Art Screenshot von unserem Entwurf erstellen, allerdings etwas hochwertiger als einfach ein Bildschirmscreenshot.
Wir können hier oben noch einmal einstellen, welche Perspektive wir wirklich wählen wollen. Wir sehen das immer hier in einem kleinen Vorschaufenster. Und wir können natürlich auch unsere Auflösung von dem Bild hier passend einstellen. Entweder um alle Details zeigen zu können oder nach Vorgaben angepasst. Und wenn wir jetzt OK klicken, dann können wir es speichern und haben unseren Entwurf als Bild exportiert. Damit haben wir das erste Tutorial für den Kurs Gestalten mit Medien beendet und die ersten Schritte im Programm Rhino 3D sind getan. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.